Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Neue Herausforderung, unterhalte dich mit Rick Sanchez, Wook, Marigold, Expertin oder Spezialkommando. Ich zeige euch mal kurz alle Orte, wo ihr da genau hin müsst. Und ja, ich bin direkt hier auf dem Weg zu Rick Sanchez. Falls euch übrigens das ganze Video hier hilft und gefällt, dann tragt doch super gerne meinen Creator-Code iPlayTobi unten rechts im Itemshop ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Kuss geht wie immer an dieser Stelle einmal raus. So, wir sind direkt auf dem Weg hier und zwar Rick finden wir bei der Satellitenstation relativ mittig. Ich markiere es direkt vor euch und zwar hier genau auf der Map hier. Und in diesem Gebäude, ich zeige euch nochmal, dass er da wirklich rumläuft. So, macht es am besten im Gruppenkeil-Modus, denn hier ist immer weniger los. Und ja, hier ist auf jeden Fall aktuell im Solo-Modus relativ viel los. Deswegen macht es im Gruppenkeil-Modus, ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher. So, wir landen direkt hier bei der Tür. Einmal rein, das ist Rick. Einmal mit ihm sprechen, dann habt ihr auf jeden Fall schon hier Rick fertig. Und so sieht er aus. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid, ich spiele noch selber. Und ja, das ist auf jeden Fall hier der erste Ort mit Rick Sanchez. Der nächste Charakter ist Wook, mit dem wir sprechen müssen und finden wir auch bei der Satellitenstation. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach im Gruppenkeil-Modus, selbst wenn es im Sturm ist. Ich hoffe, man sieht das noch alles gut, aber im normalen Solo-Modus ist einfach bei diesen Stationen viel zu viel los. Deswegen macht das auch wirklich im Gruppenkeil-Modus und einfach hier bei der Station in dem höchsten Gebäude und da vorne seht ihr auch schon wieder die Sprechblase. So, wir gehen mal runter direkt hier in die Tür rein und das hier ist Wook und ja, mit der müssen wir einfach sprechen. Hier, dann haben wir natürlich die Aufgabe auch abgeschlossen. Könnt übrigens auch eine Sniper kaufen, ich markiere es eben für euch. Und zwar ist das Ganze hier rechts, links, also links hier von Dirty Dogs. Und zwar genau hier in diesem Gebäude, einfach rechts von dieser Satellitenschüssel. Damit kommen wir auch zum dritten Charakter und das ist Marigold und die finden wir bei Lazy Lake. Ich markiere es auch gleich direkt vor euch. Wir sind wieder im Sturm, aber es ist das höchste Gebäude unten rechts bei Lazy Lake, direkt hier neben dem Pool. Da unten schon die Sprechblase und einfach hier mal rein in die Tür. So, ich hoffe wirklich, man sieht das noch alles. Und hier ist Marigold, ich denke mal, ihr kennt sie. Einfach anquatschen, dann habt ihr auf jeden Fall auch schon die Aufgabe fertig. Hat übrigens auch Muttern und Schrauben, könnt auch übrigens hier die ganzen Schrauben mitnehmen und da die Aufgabe fertig machen. Ich markiere es eben für euch und zwar hier bei Lazy Lake, genau an dieser Stelle hier unten rechts. Der vierte Charakter ist Maven und den finden wir bei der Radiostation hier auch bei dieser Satellitenschüssel und da gucken wir mal, dass wir den auch direkt finden. Entweder ist der hier direkt drin oder drüber, ja genau, da unten ist er also, direkt hier bei der Satellitenschüssel. Wir landen einfach mal hier unten und gehen da direkt rein. So, und dann ist er, glaube ich, im ersten Stock einmal hier hoch. Und da ist er. Also, das ist auf jeden Fall Maven, beziehungsweise Expertin heißt es ja auf Deutsch. Einfach hier anquatschen, dann habt ihr es auch. Ich markiere es eben für euch. Das Ganze hier oben rechts auf der Map. So, und zwar hier unterhalb der Radiostation, genau hier oben in diesem Gebäude. Und damit kommen wir noch zu Spezialkommando und den finden wir in der Nähe von Catty Corner. Das ist übrigens ein Lama gewesen, da hüpft es. Nice. Und ja, Spezialkommando finden wir hier bei diesem Bunker. Ihr seht es auch hier schon, da sind die Sprechblasen und da fliegen wir einfach mal hin. Und ja, das ist ja hier einfach anquatschen und damit habt ihr die Aufgabe auch dann wirklich fertig. Ich markiere es nochmal eben für euch und zwar ist das hier unten rechts neben Catty Corner, genau an dieser Stelle hier. Da findet ihr Spezialkommando und das waren auch alle Charaktere. Wisst ihr Bescheid und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und ja, gerne ein Abo da lassen, wenn ihr neu wart. Würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.